Meinte eine Speechvolleyball, Badminton sowie Boccia, Sommers, Fliegen und leider Gottes wieder die Bälle des Nationalteams um die Ohren. Genau 10 Runden vor dem Ende der jetzt startenden Endqualifikation kommt es heute in genau 28 Minuten zum erneuten Duell gegen die Schweden. Knapp vor einem Jahr war es das letzte Mal soweit. Und genauso wie vor einem Jahr interessiert es mich heute noch immer nicht. Und wie bei jedem Spiel braucht es zumindest einen, der sich ein wenig in dieser Sportart auskennt. Und so einer steht jetzt neben mir, Gott sei Dank, Melich Roman nämlich. Grüß dich, Roman, wie geht's dir? Ja, hallo liebe Zuschauer, grüß dich, Rainer. Ich glaube, das haben wir jetzt schon öfters gehabt. Ich bin nicht der Rainer, ich bin der Oliver. Sogar der Rainer wäre mir jetzt ein bisschen lieber. Okay, gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wie war dein Sommer, Roman? Hast du viel Beachvolleyball gespielt, viel Boccia oder Badminton, eher weniger? Ja, wenig Beachvolleyball, wenig Badminton, ein bisschen Boccia in Lignan habe ich gespielt. Du hast sehr viel falsch gemacht, sehr unbefriedigend. Wie viel Gutes gezeigt bei uns im ORF? Aha, seit wann das? Auch darauf gehe ich jetzt besser nicht ein. Wie Sie sicher bemerkt haben, liebe Zuschauer, sind wir ab sofort auf ORF Sport Plus zu sehen, nicht mehr auf ORF1.at, weil auf ORF1.at wird es heute eine Zusammenfassung der ersten Ligapartie Wacker Innsbruck gegen den Linzer SK zu sehen geben und aufgrund dessen kann auch Karl Dachsbach heute dieser Unterredung nicht beiwohnen. Nicht, dass ich darüber traurig bin, Gott sei Dank ist der Roman da. Ja, ORF Sport Plus. Roman, auf welchem Senderplatz ist der bei dir eingespeichert? Bei mir ist er, glaube ich, auf so 251. Wo ist er bei dir? Ja, ich glaub, den habe ich gar nicht. Wenn ist er irgendwo bei 300 oben, aber da ich gerade Gist zahle, dann lassen wir das Thema lieber. Du hast ihn gar nicht eingespeichert und wenn Gist zahle, okay, das sollten wir wirklich besser wir nicht. Wirklich sollten wir wirklich besser lassen, Elmar Oberhauser, der sollte das besser nicht erfahren. Gut, Roman, gehen wir jetzt ein bisschen näher auf das Spiel ein. Einer unserer verantwortlichen Studiotechniker hat leider Gottes das Archiv der letzten Qualifikation gelöscht. Ja, deswegen baten wir unsere Freunde vom ATV, uns vielleicht ein bisschen auszuhelfen, Videomaterial zu übermitteln, dass wir ein bisschen Szenen analysieren können, aber die haben uns dann in einer kurzen Mail mit einer Antwort mit Gescheißen geantwortet. Deswegen haben wir da nach anderen Individualitäten suchen müssen und da hat uns dann Al Jazeera Gott sei Dank ausgeholfen. Al Jazeera hat uns dann Videomaterial übermittelt, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, Roman Al Jazeera. Super Sender, oder? Kenne ich gar nicht, aber viel schlimmer. Noch dazu mit Originalkommentar, also das muss man sich wirklich, ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal, Al Jazeera und unsere Freunde, vielen Dank für die Übermittlung. Also, ja, das viel wird man wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich kenne ihn grundsätzlich nicht, aber viel schlimmer kann es nicht werden als da. Okay. Ja, Roman. Kommen wir noch zunächst zur Analyse des letzten Aufeinandertreffens in Wiener Prater aufgrund der positiven Resonanz unserer Analysetechnik, die Sie bei der Weltmeisterschaft vor 2 Monaten kennengelernt haben. Jetzt sind schon 3 Monate, die Zeit vergeht, das ist ja unglaublich. Also die Zeit rennt wie von 4 Urlaub und im Urlaub die Zeit am schnellsten. Da hast du anscheinend recht. Ja, auf jeden Fall, 3 Monate sind schon wieder vergangen seit der Weltmeisterschaft. Wir alle erinnern uns an unsere Analysetechnik, die wir verwendet haben und die hat ja so eine positive Resonanz ausgelöst. Sogar in der Tagespresse wurde davon berichtet mit der Note Urgeil. Ja, die Tagespresse hat super darüber berichtet und jetzt müssen wir das natürlich... Wir haben jetzt, glaube ich, auch einen Auszug, den wir kurz herzeigen können von der Tagespresse. Ich wollte nicht unterbrechen, aber wir zeigen kurz einen... Trotzdem gehört. Ja, Entschuldigung, also tut mir leid. Roman, wir zeigen dir jetzt kurz einen Auszug her aus der Tagespresse, wo wir gelobt werden, Roman. Ja genau, wir haben sie gehört. Wie der Oliver schon gesagt hat, wir haben ein großes Lob bekommen in der Tagespresse. Stiftung Warentest hat mit Urgeil ausgezeichnet und natürlich müssen wir das jetzt fortführen. Ja genau, also deswegen haben wir uns in längeren Sitzungen überlegt, wollen wir diese Analysetechnik, Roman Melich beamt sich wieder aufs Feld, wollen wir das jetzt endgültig in das Sortiment einbetten und dafür haben wir uns dann entschieden, also bei der gesamten EM-Qualifikation werden wir uns ein paar Szenen herauspicken und werden die dann, wie gewohnt, werden wir die analysieren, um Ihnen also das Beste weiterhin bieten zu können. Ja, also Roman, in längeren Videostudien haben wir uns 2 Szenen herausgepickt vom letzten Aufeinandertreffen im Juni beim letzten Heimspiel. Einer davon war aus der Sicht der meisten Österreicher sehr positiv, also wieder ich ausgenommen, mich hat das wenig berührt, nämlich das 2:0 von Marc Janko. Die 2. Szene war eher weniger erfreulich, nämlich der Anschlusstreffer, der doch sehr gefährlich hätte werden können von Johann Salamander. Das hätte noch ein böses Ende nehmen können. Stimmt's, Roman? Ja, Gott sei Dank hat der Schiedsrichter dann eh abpfiffen, nach 90 Minuten. Und wir werden uns die ganzen Situationen nochmal anschauen. Wir sehen uns dann
Ich glaube wieder am Spielfeld. Ja, du bist ja mehrere Wochen, bist du wirklich zu Hause gesessen, hast dir überlegt, welche Szene können wir anschauen, welche können wir analysieren und dann sind diese zwei eben herausgekommen, Roman. Also nochmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, die Zeit wurde natürlich bezahlt. Ich habe meine Zeit eh aufgeschrieben, so wie ich es gehabt habe. Aber Okay. am Konto war dann das Ja, und nicht. Roman, ich würde sagen, wir machen das gleich und schauen uns die erste dieser zwei Szenen an, nämlich das 2:0 von Marc Janko. Roman, ich bitte dich, in unserem Studio mal auf das Beamboard zu gehen. Genau, Roman. Also Roman, stell dich auf das Beamboard und du wirst dich gleich wie Captain Spock wirst du dich fühlen, wenn du jetzt gleich auf das Feld gebeamt wirst. Ja, wir schauen uns diese Szene jetzt einmal vorher an mit Originalkommentar selbstverständlich von Al Jazeera, wenn wir schon diese Features heute haben. Und dann, Roman Melich, wird in diese Szene einsteigen. سرجع بشكل جميل من ألابا 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 لحظة لحظة النزعة الهجومية لألابا بحث عن هارنيك هارنيك يتوصل بهذه الكرة لمن يا هارنيك مراقب من فينت هارنيك يغلق عليه الزاوية المدافع على اليسار So, meine lieben Zuschauer, wir stehen jetzt am Feld beim Marc Janko. Servus Marc. So, jetzt analysieren wir mal die ganze Geschichte. Also, der Ball kommt einer von Martin Hanek, kommt mit einer super fetten hinein, genau zum Marc Janko. Aber was ist passiert? Marc Janko kommt der Ball eigentlich auf die Kniehöhe. Für so einen riesen Umbaubohr, was macht der Schlawiner der Marc? Stolpern und haut ihn dann per Kopf rein. Schauen wir das an, ich werde das jetzt einmal nachstellen versuchen, ich komme leider nicht mehr so weit runter. Aber das macht nichts, ich bin eh so klar, da ist eh auf der richtigen Höhe. So, bitte Regie weiterlaufen lassen. Also der Ball kommt eine und mit Kopf macht er dann direkt zu eine. Ich hätte ihn vielleicht auch noch mit dem Ferscher alleine gemacht. Na Roman, Weltklasse analysiert die erste Szene perfekt. Ich bitte dich jetzt auf die Ersatzbank zu gehen. Diesen Ort kennst du, glaube ich, von deiner aktiven Karriere noch zu gut. Also bitte auf die Ersatzbank, währenddessen wir die zweite Szene einspielen, nämlich den Anschlusstreffer von Johann Salamander. Ja, genau, und Roman steht schon wieder bereit und wir schauen uns diese Szene wieder einmal vorab an und dann wird der Roman wieder dort stehen. نهاية هذه المباراة هل استسلم المنتخب السويدي؟ لوسي يتقدم بهذه الكرة لمن ناحية إبرا يفتح المجال لماندا جول جول الماندير أخيرا يصل المرمى So, danke, lieber Rainer. Der Kommentator hat eigentlich eh schon alles gesagt, was für Fehler passiert sind. Schauen wir uns jetzt aber trotzdem nochmal in der Entstehungsgeschichte an. So, wir sehen jetzt da den Ibra. Was macht er die Grätzen? Mit einem Lupfer nimmt er dreimal von uns aus dem Spiel. So, Schiri, bitte weiterlaufen lassen. Ja, jetzt haben wir da den Drago. Der trabt nur wie ein Kuh dahinterher. Kann nichts werden so. Der Almer kommt dann raus aus seinen vier Wänden. So, da sieht natürlich der Emmentaler. Was macht er? Lupft den 2-1. So, Sherry, bitte mal kurz stopp. Was passiert jetzt? Was passiert, wenn ich der Almer bin? Jeder Goalie weiß, der macht natürlich einen Lupfer, der probiert es. Der probiert es zum Drüberschupfen. So, wenn ich jetzt da immer bin und da auf der Linie stehe, der Salamander probiert den Lupfer. Cherie, bitte weiterlaufen lassen. So, und er schupft mir genau in die Hand. K2-1, 2-0, das Zittern ist vorbei und das Verhältnis ist super. Also vielen Dank, Roman, hast du perfekt analysiert, wirklich erstklassig. Ich darf die Regie jetzt wieder bitten, Roman Melich zu mir zurückzubeamen, damit wir weiter bei der Berichterstattung fortfahren können. Bekomme gerade eine Durchsage. Oh je, anscheinend gibt es ein Problem mit der Beameinrichtung. Roman Melich steht noch am Platz. Dürfte technische Probleme geben.
kann jetzt gerade nicht zurückgebeamt werden. Ist ja also noch ein bisschen gefangen am Platz. Hoffen wir, dass dieses technische Problem demnächst gelöst wird. In der Zwischenzeit können wir auf eine weitere Neuerung eingehen. Und zwar auf unsere Twitcher-Online-Plattform haben wir jetzt neu eingerichtet, um Social Media ein bisschen mehr einzubetten. Sagen Sie uns, was Sie von unserer Berichterstattung halten. Diskutieren Sie mit uns. Sagen Sie uns Ihre Meinungen dazu. Schauen wir mal ein bisschen rein auf unseren Twitter-Account. Ich habe hier ein paar Zettel ausgedruckt bekommen von unserer Regie mit den derzeitigen Pinnwand-Einträgen. Aha, okay, gut. Derzeit tut sich noch nicht wirklich viel. Keine erwähnenswerten Beiträge, nur ein paar Beschimpfungen auf unserer Pinnwand. Alles klar, okay, alles egal. So wie ich sehe, kommt Roman Melich zurück. Es hat funktioniert. Gott sei Dank, Roman, du bist wieder da. Zurückgebeamt worden, dürfte ein paar Probleme gegeben haben mit der Technik. Ja, du, ich weiß nicht, irgendein Beamstrahl-Aggregat hat nicht funktioniert. Kenne mich da nicht so aus, bin ja kein Experte, ich hab keine Vergleichswerte dazu. Bist du wohl ein Experte? Bist du kein technischer Experte? Das ich bin kein Experte von Raumschiffen, Beamen und sonstigen Geschichten. Ich habe okay, da sonst gut. Keine Vergleichswerte zu anderen Beameinrichtungen, aber. Alles klar, aber die Hauptsache ist, es hat funktioniert, du bist wieder bei uns. Ja, jetzt bin ich wieder da, ja. Jetzt bist du wieder da. Ja, und jetzt kommen wir mal zur heutigen Aufstellung. Oder vielleicht schauen wir sie doch später an, bekomme ich gerade gesagt. Thomas König wird Ihnen die Aufstellung näher bringen. Das Einzige, was wir schon mal vorweg sagen können, ist, dass Marc Janko heute nicht in der Startaufstellung sein wird. Hier gab es Probleme bei der Buchung seines Flugs. Hier wurde die Zeitumstellung, die es nach Australien gibt, nicht heimberechnet. Ja, es ist eine andere Zeit dort, ja. Das ist ein bisschen ein Problem. Also Marc Janko wird morgen um 6 Uhr in der Früh in Wien ankommen, also wird sich nicht mehr ganz ausgehen. Er kann dann wahrscheinlich beim Training morgen in der Früh wird sich ausgehen, also zumindest ein bisschen. Ja, der kann da beim Auslaufen kommen. Beim Auslaufen wird er dann dabei sein. Also zumindest hat er ein bisschen eine Praxis im Nationalteam bekommen, bisschen Training, bisschen Laufen tut ihm sicher nicht. Vielleicht, weil bei Sydney läuft er, glaube ich, nicht allzu viel, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe keine Vergleichswerte, wie es bei unten Fußball gespielt wird. Ich hoffe aber, dass er nach dem langen Flug ein bisschen Auslauf bekommt. Ja, aber Roman, du bist doch gerade bei ihm vorher im Feld gestanden jetzt, bei unserer genau, Analyse. Ja. Hat er dir nichts Genaueres sagen können, warum er, was da mit dem Flug nicht geklappt hat? Ja, er hat mir nur gesagt, dass er ein paar Komplikationen beim Flug gegeben hat. Falscher Flug gebucht, wie gesagt, mit der Zeitverschiebung und kann okay. Man nichts machen. Ja. Alles klar. Also wie wir es vorher gerade gesagt haben, die Aufstellung wird Ihnen dann mein lieber Kollege Thomas König näher bringen. Denn in einem packenden Schnickschnack-Schnuck-Duell, da warst du heute auch noch dabei. Ich war dabei, ja. In der ORF-Kantine sind Thomas König und ich gesessen, haben uns ein wirklich nervenzerreibendes Schnickschnack-Schnuck-Duell geliefert. Und in der Verlängerung hat der Thomas König gewonnen, leider Gottes, dass er heute das Spiel kommentiert, davon ich heute hier stehe. Genau, ja. Ja. Also deswegen schalten wir jetzt live zu Thomas König in den Wiener Prater, ins Happelstadion, ins Ausverkaufte. Schauen wir mal, wie viel los ist. Und Thomas König wird sich gleich bei Ihnen melden. Viel Spaß.